Oh. Okay, das sieht aus wie ein P. Was? Egal. Kommt das da drauf? Bitte sag ja. Bitte. Bitte sag einfach nur ja, dass das da drauf kommt. Ah! Okay. Schlecht. Muss hier irgendwas drauf? Das sieht so aus. Möglicherweise. Ah, okay. Ja, jetzt stehen wir wieder am Anfang. Ich habe ein Artefakt. Und ich habe keine Idee, wo das rein muss. Lara. Das sieht doch so aus, als ob hier. Na gut, sie hat Nein gesagt. Aber nur weil sie Nein sagt, heißt das nicht, dass ich Nein sage. Jetzt ist aber die Frage, komme ich überhaupt wieder hoch? Ist das eine berechtigte Frage? Ja, ich komme wieder hoch. Okay. Dann suchen wir jetzt einen Ort, wo das, was war's? Mars? Das Symbol vom Mars rein kann? Ja, das Symbol vom Mars. Nicht vom Snickers, nicht vom Milky Way. Nein, nein, das vom Mars. Das ist wichtig. Okay. Unter Wasser bei dem Gitter war sicherlich... nichts, oder? Nee. Okay, dann ist es noch nicht Zeit dafür. Ist aber gut zu wissen, dass da was liegt. Man muss sich ja alle Wege offen halten, ne? So, wo zur Hölle muss jetzt dieses Teil rein? Habt ihr eine Idee? Bestimmt. Hab ich... Oh. Jetzt, ja, ich knall den Kameramann ab. Hab ich eine Idee? Nein! Werde ich eine Idee haben? Möglicherweise. Das Teil, wo ich gerade war mit den Zahnrädern, da gab es nichts zum Einsetzen. Nein, bei dem Kerl habe ich ja diese goldene... War das eine Münze? Egal. Da habe ich ja das goldene Etwas eingesetzt. Ja. Habe ich das Symbol schon mal gesehen? Mars-Symbol. Ja, nee. Glaube ich nicht. Hier komme ich auch mit rein, nein. Dann habe ich... Entweder was vergessen. Übersehen. Wieso komme ich hier eigentlich rein? Das macht mich schon so ein bisschen wahnsinnig. Habe ich nicht irgendwelche Sprengammo, damit ich mich und dieses Level und alles, was ich hasse, in die Luft springen kann? Nein, habe ich nicht. Okay, das bringt auch wenig bis gar nichts. Eigentlich mehr gar nicht, aber gut. Kann ich den Gullideckel anheben? Nein. Ich darf nicht in meine Heimat zurück. Das finde ich unfair. Gab es da oben irgendwas zum Einsetzen auf den Dächern? Nein! Warum? Das ergibt keinen Sinn. Nein. Lass uns kurz zurücklaufen. Lass uns... Was war das? Nicht. Okay. Lass uns kurz zu den Menschen zurücklaufen, der kein Mensch ist. Aber die Statue. Oder gab es hier noch irgendwas? Mich lassen diese Zahnräder irgendwie nicht los. Nee, warte, die Zahnräder haben das Tor beiseite, das mich zu der Statue führte, die nutzlos ist. Die hat das Tor zu dem anderen Guy geöffnet. Ja, da stehst du da, wa? Hast ein Artefakt, das dir nichts bringt. Vielleicht muss ich doch noch mal auf die Dächer. Aber mit welchem Zweck? Mit welchem Sinn? Das würde ich nicht verstehen. Ich verstehe es ja jetzt schon nicht, aber das ist eine andere Sache. Okay. Na, was sagen Sie dazu? Du sagst gar nichts, du bist schweigsam. Du machst einfach das, was... Ja, ich möchte. Mich macht das total fertig im Übrigen, dass Unterwasser ein Artefakt ist und ich verdammt nochmal nicht reinkomme.
Warum? Ich war immer nett und höflich. Das kann man jetzt nicht sagen, ne? Ich würde gern da hinten hin. Okay. Mein Gedächtnis ist sowieso sehr lückenhaft, aber ich guck noch mal, was hier war. Ach so, nee, das waren ja... Stimmt, das waren die beiden Seile. Die den Mechanismus in Bewegung gesetzt haben, der das Tor beiseite geräumt hat, zu dieser Statue, die mir nichts gebracht hat, außer ein nächstes Tor zu öffnen. Okay. Wow. Wow, Lava. Fantastisch. War die schon vorher offen? Oh, eine Rose. Lara, dein Valentinstaggeschenk. Ach so, scheiße. Es ist ein Secret. Toll. Ich hätte mich ja schon ein bisschen über einen kleinen Fortschritt gefreut, aber wisst ihr was? Das ist nicht nötig. Ich komme auch so zurecht. Ich bin glücklich. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Nein, Lara hatte eine glückliche Kindheit. Tja, hätte, Lara-Kette. Der einzige Weg, der mir jetzt noch ein bisschen schlüssig ist, ist tatsächlich aufs Dach. Wo ich gerade runtergefallen bin. Was? Hier war ich schon. Okay, springen wir nochmal hier aufs Dach. Wenn nicht... würde ich nochmal auf das Ausgangsdach... Ist das ein Wort? Egal, auf das Ausgangsdach springen, wo ich zuerst drauf war. Und ich wüsste auch wieder nicht, mit welchem Sinn und Zweck. Da dort auch kein Türmechanismus, was weiß ich, whatever, war. Und dieses Merkur-Symbol... Mars. Das ist der Mars. Um den Mars einzusetzen. Okay, typisches Tomb Raider-Phänomen. Such einfach alles ab. Und pass auf, dass du bestmöglich nicht dabei stirbst. Wow. Nee, hier oben lag keine Munition, du Vollvogel. Okay. Das war jetzt ja ein bisschen dumm, ne? Hast du selbst gemerkt? Ist okay. Ja. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, wo ich diesen Mars einsetzen muss. Vielleicht in unser Sonnensystem. Und selbst das erscheint in Tomb Raider unlogisch. Was war hier? Hier war doch auch nur die Strippe, die wir uns freigehalten haben. Zum Erhängen. Falls wir nicht weiter wissen. Das ist toll. Okay. Das heißt, hier ist definitiv alles abgehakt. Wir haben alles abgearbeitet. Es ist alles fertig. Es ist alles... Des Rätsels Lösung muss sich hier befinden. Anders kann ich mir diesen Scheiß nicht erklären. Anders kann ich mit diesem Scheiß nicht erklären. Ihr könnt es euch bestimmt erklären. Ihr habt doppelt so viel Gehirnmasse wie Lara. Okay, das ist nicht schwer, aber... das weiß ich nicht. Gut, dann klettern wir halt das Seil nach oben. Das ist das Einzige, was geht. Wenn das hier nicht funktioniert. Nee, da komme ich doch hin, oder? Durch das Seil geklettere ist es. Das ist halt total egal. Okay. Das war falsch. Wir klettern jetzt einfach wieder diese ganze Scheiße nach oben mit dem Seil und dass wir auf den Dächern sind. Vielleicht habe ich dort irgendwas übersehen. Möglich wär's. Wer weiß das schon? Lara auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht. Ansonsten würde ich mich so doof fragen. Hallo, wie geht's? Okay. Kletter nach oben. Da lag Munition. Richtig. Gott, kann man da hochklettern? Nee. Ah, die Lichteffekte sind ganz hübsch. Anders kann man das hier gar nicht mehr sagen.
Anders habe ich auch gar nichts mehr zu sagen. Lara auch nicht. Sie schweigt die ganze Zeit an. Doch, sie hat zweimal No gesagt. Das ist der Unterschied. Ah, nix! Wo geht's da eigentlich lang? Da, rechts. Gerade, die Öffnung. Rechts! Wieder rechts! Okay, links! Man muss sich hier echt hart konzentrieren. Rechts! Dass man nicht runterfällt, weil Lara würde auch sehr gern... sie würde sehr gern runterfallen. Nein, sie würde sehr ungern runterfallen. Das würde mich auch nicht wirklich glücklich machen. Ja, wo auch immer es dahin gehen möge. Okay, jetzt sind wir über den Raum des Raums, des Raum of the Room. Of the Doom. Of the Zoom. Was ergibt das eigentlich für einen Sinn? Ja, keiner, richtig. Gott. Gibt's hier was zum Einsetzen? Nee. So. Fangen wir wieder von vorn an. Das macht mir so viel Spaß. Ihr glaubt es mir gar nicht. Da ging es ja darüber. Aber dann... Warte, wo ging es da? Ins Grab! Geht's da lang. Ist das Leben nicht schön. Ich glaube, da lag nur Munition, oder? Das war nichts von Belangen. Ach nein, das war das Fenster, was ich gerade gesehen habe. Das heißt, die einzig mögliche Option ist hier unten. Okay. Genau, jetzt sind wir hinter dem Gitter. Soweit ergibt das noch Sinn. So, und jetzt sind wir wieder hier, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Also es ergibt schon Sinn, aber... Ich muss hier gar nicht mehr hin. Ich habe ja den Shortcut geöffnet. What? Ich verstehe es nicht. Nee. Das... Nee. Einfach nee. Kannst du die Schaufel nehmen? Unwahrscheinlich, aber gut. Okay, dann laden wir, gehen wieder zurück und die Lösung muss sich im Wasser befinden. Ansonsten... Ich wollte einmal die Spiele spielen. Okay. Wir kriegen das hin. Kannst du hier was mit der Brechstange machen? Das wäre eigentlich... Sexy Rexy! Und ihre Antwort ist nein. Sie wird ja auch schon automatisch damit interagieren. Das Tor öffnet sich bestimmt durch irgendeinen Mechanismus, der mir wieder nicht bekannt ist. Ach, shit happens. So wie immer. Von hier komme ich übrigens her. Genau hinter dieser Mauer. Okay. Es ist alles ein bisschen doof. Ich guck mal, kann sie hiermit interagieren? Nein, warum sollte sie auch? Sie will ja keine Kohle scheffeln. Auch wenn ihre Hände danach aussehen und ihr Geruch es auch sagt. Ist das ein anderer Weg? Warte. Nee, da komme ich nicht hoch. Hier bin ich gerade drüber gesprungen, oder? Richtig. Ja, nein, da ist das Seil. Ich weiß nicht, wo lang. Hilfe. Ich kann doch nur irgendwas bei diesen Typen übersehen haben, den ich die Augen zerschossen habe. Ich habe eine Idee. Wartet. 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 Das ist genial. Das ist mega gut. Stucky hat ein Gehirn. Okay, wenn das funktioniert, ist es genial. Ich hab doch vorhin gesagt, das Ding sieht aus wie ein... ne? Bratwurst mit Semmelknödeln. Bei dem sieht es so aus, als ob da irgendwas fehlen würde.
Aber ich glaube nicht, dass ich da hochkomme, um den seinen Bratwurst mit Semmelknödeln einzusetzen. Nein. Scheiße. Zumindest, ja. Sie hat sich kurzzeitig mal gefreut. Oh doch, sie kommt hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Du kommst da jetzt hoch. Er braucht doch seine Bratwurst mit Semmelknödeln. Das kannst du nicht antun, Lara. Ah! Komm ich von der Seite hoch? Nein, jetzt blocken sie mich bestimmt seine Füße ab. Kann ich irgendwie... Ja, ja, knall auf ihn. Nee, wie soll das denn auch in seinen Schritt reinpassen? Denk doch mal logisch. Sowas würde ja nicht mal Lara in den Schritt reinpassen. Okay. Dann kriegen die Bratwurst mit Semmelknödeln eben einen anderen Ort, wo sie gedeihen und geweihen können. Tja. Weißt du wo? Nee. Da ist das Zahnrad beiseite. Okay. Das ist der Nebenraum. Wir können dann nochmal hier gucken. Wo ich dieses goldene Teil gefunden habe, um es ihn unten einzusetzen. Und mit unten meine ich am Sockel. Verdammte Scheiße. Ja, das. Genau, das ist das Problem. Es hätte auch keinen Sinn ergeben. Die einzige Variante ist im Wasser oder bei dem Typen, dessen Augen ich weggeschossen habe. Nein, Lara, du hast die Augen weggeschossen. Ich musste hilflos zusehen. Okay, ich gucke mir jetzt jede Wand an. Naja, nicht jeder, aber die meisten. Ich gucke mir viele Wände an. Das ist mein Hobby. Und Laras insgeheimer Beruf, aber vor allem mein Hobby. Okay. Ja. Da drüben mit der Rose war ein Secret. Das kannst du eigentlich die Türen aufmachen? Nein. Also könnte es sicherlich schon so wie ein Tomb Raider 4, aber nicht, wenn sie so platt hier drückt sind. Sie müssen wahrscheinlich ein bisschen hervorstehen, um mir suggerieren zu können, dass ich diese öffnen kann, damit ich dort hineinschreiten kann. Sieht schon geil aus, das Setting, ne? Oh mein Gott, das ist sein Gesicht. Okay. Hier ist auch so ein leichter Sog. Nur so ganz leicht. Stellenweise, nur mal kurz. Na, ja, wie gerade. Irgendwie ist... Da! Es beamt mich immer so kurz. Okay. Okay. Kurz Luft holen. Hier ist nichts. Dort geht's zu dem Typen. Das Gitter ist immer noch zu. Es gibt keine Möglichkeit, das Gitter zu öffnen. Außer mit meinem Wackeldackel-Kullerblick, aber das ist dem Spiel sichtlich egal. Ich habe hier nichts übersehen. Ich habe auch keinen Hebel übersehen, keinen Schalter, keinen geheimen Tunnel. Bis auf den links neben mir, aber der ist ja eh zu, von daher ist es scheiße. Also gehen wir nochmal zu dem Typen, der nicht mehr existiert. Hi, ehemals Typ. Oh, warte. Ich dachte, da hinten konnte ich was einsetzen. Aber es war eine optische Täuschung, was mich sehr enttäuscht. Oder? Naja, das war dieser... Lichteffekt. Haha! Lichteffekt, witzig. Okay. Diese Plattform. Du willst mir doch nicht erzählen. Irgendwas kann... Ich kann hier irgendwas einsetzen. Ich meine, guck dir die Scheiße doch mal an. Aber sie macht nichts. Lara, wir könnten uns allen, wirklich allen, das Leben so sehr erleichtern, wenn du einfach entweder diese Bodenluke ausheben würdest oder irgendwas da drauf platzieren. Was?